Hallo, schön, dass du dabei bist. Es gibt mal wieder einen Vlog. So, und ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich habe das schon in dem Food Hall jetzt erzählt. Nur ich weiß nicht, welches Video jetzt zuerst kommt. Ja, da habe ich nämlich extra um eure Hilfe gebeten, mir zu sagen, inwieweit ihr mich jetzt gut versteht. Weil ich habe letztens wusste ich, da war das mit dem Ton gut geworden. Da haben ganz viele geschrieben, sogar eher klarer, bis auf die, die ein bisschen in zweifacher Geschwindigkeit das haben laufen lassen. Deswegen, solltet ihr Tonprobleme jetzt bei mir haben, guckt mal, ob ihr es in zweifacher Geschwindigkeit laufen lasst. Da könnte das Problem sein. Wobei ich ja fairerweise sagen muss, das habe ich auch der einen Abonnentin geschrieben, ich quassle so schnell, da hört sich dann die zweifache Geschwindigkeit wahrscheinlich so an wie bei meinen Kolleginnen, die in der normalen Geschwindigkeit. Also wahrscheinlich höre ich mich bei zweifacher Geschwindigkeit mal normal an. Ich bin nicht Schnellredner, das wisst ihr. Kennt mich seit 3 Jahren, die meisten von euch. Also, was ich jetzt noch sagen wollte, gebt mir einfach bitte einen Hinweis, weil jetzt sitze ich wieder weiter entfernt, weil das ist vom Feld her, von was ich hier sehe, für mich schöner, dass ihr auch ein bisschen was vom Hintergrund noch sehen könnt. Aber wenn das und ich vor allen Dingen hier Sachen abstellen kann, weil mein Tisch ist nur so. Ihr versteht, ein Schminktisch, ein kleiner Schminktisch halt. So, von daher kann ich da nicht so ganz viel ablegen. Ich gucke gerade auch, ich habe hier noch die Sachen vom Food Hall. Also, was ich euch jetzt erzählen wollte. Ich werde jetzt hier in dem Vlog so mehrere Sequenzen euch zeigen. Und zwar einmal Sequenz für diejenigen, die es vielleicht tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten. Ich bin Omi! Ach, das größte Glück, was ich überhaupt nicht mehr hätte erwartet, dass es das nochmal gibt. Und von daher genieße ich das umso mehr. Ich habe Henry jetzt zweimal bisher gesehen und beide Male hat er auf mich sehr positiv reagiert. Das heißt, der bleibt schön brav in meinen Armen liegen oder hier so auf Schulterhöhe, schläft sogar glatt bei mir ein. Also von daher ein wunderschönes Gefühl, obwohl ich werde ihn genauso lieb haben, auch wenn er quengelt. Aber man ist ja schon ein bisschen stolz, wenn man sagen kann, oh, guck mal, das funktioniert. Der hört meine Stimme und fängt nicht direkt an loszubrüllen. Mein Mann sagt immer zu mir, du brauchst nicht so schreien, ich verstehe dich auch so ganz gut. Henry kann das noch nicht sagen. Aber scheinbar ist es ja für ihn in Ordnung, meine Lautstärke. Obwohl, ich habe festgestellt, wenn ich mit ihm zusammen bin, rede ich leiser. Komisch, ne? Wieso fängt man an, leiser zu reden, wenn man Babys im Arm hat? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, darüber kann ich euch ein bisschen was erzählen, werde ich euch auch ein bisschen was erzählen. Deswegen, ihr werdet zwischendurch ein Foto haben, da sehe ich anders aus. Also ich sehe schon immer aus, wie ich aussehe, aber da bin ich geschminkt, dann habe ich was anderes an. Also wundert euch nicht, es ist wirklich ein Vlog aus mehreren Sequenzen diesmal. So, und was ich jetzt aber ganz, ganz wichtig euch noch mitteilen möchte, deswegen setze ich das jetzt auch am Anfang. Ich nehme euch nochmal wieder ein Stück runter. So, hier ist das Herz nicht so schön zu sehen. Das ist doof. Nee, ihr müsst das Herz auch sehen. Irgendwas muss ich mir da noch einfallen lassen, weil ich habe so das Gefühl, hier ist so viel Kopf frei. Also so wenig Kopf. Also für mich wirkt das alles so buff. Egal, nicht euer Problem. Es ist kalt hier in diesem Atelier. Aber guck mal, habt ihr auch noch nicht bei mir gesehen, ne? Ich fange an, mich wieder. Ich habe mir ein paar neue Sachen gekauft. Ah, Irene! Zurück! Wichtige Neuigkeit. Himmel! Also vielleicht hat der eine oder andere es schon bemerkt. Ich habe jetzt auch bei mir die Funktion für die Super Thanks. Wer das nicht kennen sollte, das ist die Möglichkeit von Abonnenten oder auch Zuschauern, du musst ja nicht Abonnent dafür sein, mir einen kleinen Obolus zukommen zu lassen, den ihr frei wählen könnt. Ja, der kommt dann halt mit auf meine YouTube-Einnahme. Ich habe mir richtig, richtig lange schwer damit getan. Mir hatten schon andere Abonnenten zwischendurch geschrieben, mach das doch, Irene, wenn ich da so erzählt habe, Leute, ich kann es langsam mit den Versandkosten, das überschreitet langsam mal alles. Aber ich wollte es nicht. Ich habe mir da echt schwer mitgetan. Aber zumindest die Super Thanks habe ich jetzt nach einem Gespräch mit meinem Mädelswochenende mir überlegt, doch, es ist eine gute Geschichte, weil ich nötige es ja keinen, das zu machen. Und da sind ja auch keine Bedingungen oder sonstiges für. Und da habe ich mir gedacht, doch, dann mache ich das. Für euch aber zu der Erklärung, was ich mit diesen Super Thanks anfangen möchte. Ich muss ja erstmal gucken, wie viel da überhaupt so im Schnitt bei zusammenkommt. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass da viel zusammenkommt, weil es gibt so viele YouTuber, die das haben und man kann ja nicht jedem da was zukommen lassen. Dann habt ihr ja selber nichts mehr im Geldbeutel, ja. Aber ich gucke, wie viel zusammenkommt und
Für mich ist es so von der Planung her, dass ich das dafür nehmen möchte, um mir zum Beispiel mal irgendein Bundle zu kaufen oder irgendeine Spontanbox oder zum Beispiel die Monsterbox zu finanzieren, die ich ja jetzt auch dann regelmäßig mal bekomme. Oder sei es auch mal für die Versandkosten, einfach so für diese Dinge. Also ich nehme das Geld tatsächlich nicht jetzt, damit ich dann mich bereichere und mir, was weiß ich, was, Schuhe hole, Beauty hole. Nee, sondern tatsächlich, ne, ja doch, indirekt ist es ja Beauty, wenn ich irgendeine Beauty-Box dann irgendwie mal kaufe. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Also es dient nicht dazu, dass ich es schön auf meinem Sparbuch anhäufe, sondern ich möchte das dafür investieren, um mir halt mal dann andere Sachen nochmal außer der Reihe für den Kanal zu holen. Und deswegen von mir ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, ja, wer das tatsächlich macht. Ich freue mich da riesig drüber, ja. Ist eine super Hilfe und ja, wie gesagt, ich habe mir schwer getan, aber ich habe, wie gesagt, gute Ratschläge bekommen, warum ich es machen soll. So, und jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte der Kanalmitgliedschaft. Jetzt denkt ihr euch, hä, die hast du doch noch gar nicht aktiviert. Ja. Ich kämpfe, gebe ich ehrlich zu, momentan da richtig noch mit mir. Einfach aus dem Grunde, ich weiß zum Beispiel von einer ganz, ganz, ganz treuen Abonnentin, die mir das selber sogar damals vorgeschlagen hat, das zu machen, dass sie aber zum Beispiel das nicht machen könnte finanziell, zum einen und zum anderen, weil sie halt auch sagt, ja, ich habe so viele, die ich so toll finde und die ich unterstützen müsste, das kann ich nicht. Verstehe ich zu 100%. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen in diesem Dilemma, wenn ich das jetzt aber aktiviere. Man hat ja so 3 bis 5 Stufen, die man machen kann. Ich würde mit 3 Stufen starten, habe mir so überlegt, 1,99, 3,99 und 7,99. Oder vielleicht auch 1,99, 4,99, 7,99. Ich muss halt mal gucken, irgendwas um den Dreh, weil das muss ich mir genau gut überlegen, weil ich kann es hinterher nicht mehr ändern. Ne? Also das ist halt so, was man jetzt festlegt, das bleibt festgelegt. Und die 1,99 stehen fest und die 7,99 stehen fest. Das dazwischen muss ich mir noch überlegen. Aber es ist so, man muss ja dann auch irgendwas Besonderes anbieten, wenn jemand dann halt tatsächlich eine Kanalmitgliedschaft macht. Das heißt, er zahlt das ja jeden Monat. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte denn so das ganz Besondere sein? Und dann habe ich bei YouTube halt im Partnerprogramm so geguckt, was empfehlen die und wie sind so deren Erfahrungswerte und womit fühlen sich die Abonnenten vor allen Dingen auch wohl? Das ist mir halt noch wichtig. Und da wäre dann zum Beispiel so diese Geschichte, dass für die höchste Mitgliedschaft würde ich einmal wöchentlich oder vielleicht alle 2 Wochen einen Quasselvlog machen, wo ich halt einfach mal ein paar Minuten lang mit euch erzähle, was hier so sich bei mir die Woche getan hat, was so los ist. Und das wünschen sich ja auch immer ganz viele, dass ich mehr Vlogs mache. Aber ich sage ja immer, Leute, das schaffe ich so einfach alles nicht. Aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht tatsächlich dann so dieses besondere Bonbon. Und damit kommen wir aber schon auch zu meinem Dilemma. Weil wenn ich das jetzt zum Beispiel tatsächlich so anbiete, wie es halt geschrieben wurde, dann sind diejenigen, die das nicht bezahlen, ja im Nachteil. Die bekommen dann diesen Vlog ja nicht zu sehen. Da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein unheimlicher Gerechtigkeitsfanatiker. Und da ist so, wo ich denke, ach Himmel, das ist doch nicht gerecht. Ich habe ja Abonnenten, die mir von der ersten Stunde an treu zur Seite stehen. Jedes Video, jeden Short gucken, immer kommentieren. Und die muss ich dann in Anführungszeichen abstrafen. Nee, ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich da auch die falsche Einstellung. Vielleicht seht ihr das auch gar nicht so, wie ich es jetzt gerade sehe. Und ich will ja um Gottes Willen jetzt auch nicht irgendeiner Kollegin auf den Schlips treten, weil ich das jetzt so empfinde. Ne? Hallo, nochmal. Mein Denken, mein Empfinden. Keine Kritik an irgendjemanden oder Bevormundung oder sonst was. Ne? Man muss ja sehr vorsichtig inzwischen sein, was man hier so in unserem kleinen Haifischbecken sagt. Ne? Es wird ja viel bäh. Und deswegen, ich, ne, bin mir da nicht schlüssig. Die zweite Sache wäre bei der Kanalmitglied, also die zweite Stufe, wäre zum Beispiel, dass das Video, das reguläre, früher zu sehen ist. Das ist halt ganz regulär. Das machen ganz, ganz viele, dass dann die die Kanalmitgliedschaft haben, bekommen es halt schon zuerst zu sehen und die anderen dann erst einen Tag später oder so oder 2 Tage später. Tue ich mir auch wieder schwer mit gegenüber denen, die mir ja immer treu zur Seite stehen. Da sind wir wieder bei diesen, die werden dafür abgestraft. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal nur für die Super Thanks entschieden. Ich kämpfe wirklich mit mir.
Und da wäre vielleicht sogar so ein bisschen eure Meinung auch mal wirklich hilfreich zu sagen, wie denkt ihr generell über so eine Kanalmitgliedschaft? Sehe ich das zu eng? Ja, wirklich, ich brauche da jetzt mal wirklich eure Meinung. Ich bin mir da dermaßen unschlüssig, wirklich Leute, dermaßen unschlüssig. Ja, und von daher bin ich ja wirklich gespannt auf ehrliche Meinung. Ob ich es letztendlich nachher deswegen sein lasse oder deswegen trotzdem mache, ist ja nachher auch meine Entscheidung. Ja, nur ich habe halt echt Schiss, dass mir das irgendwer übel nimmt. Ganz ehrlich, ich habe Schiss, dass mir das übel genommen wird und dann deabonniert wird. Also das fände ich ganz, ganz schrecklich, weil dafür habe ich jetzt seit 3 Jahren zu viel Herzblut hier reingesteckt in die Geschichte. Aber natürlich ist sowas eine immense Hilfe, ne? Damit man Boxen kaufe, wie ich eben gesagt habe, auch ähnlich den Super Thanks. Nur bei einer monatlichen Geschichte weiß ich ja ungefähr, was kommt rein. Ja, und du kannst es ja auch jederzeit wieder deaktivieren, ja, diese Mitgliedschaft. Aber sagen wir mal, man macht die ja meistens, um jemanden erstmal regelmäßig zu unterstützen. Und dann weiß ich, wenn es 5 Leute zum Beispiel mit 1,99 machen, die 10 Euro habe ich, die kann ich dann, was weiß ich, wofür jetzt für was nehmen. Da kann man so ein bisschen, natürlich ist das eine Hilfe, aber ihr wisst, was ich jetzt meine, da habe ich jetzt genug zu gesagt. Ich glaube, das ist schon ein eigener Vlog für sich. Ich glaube, das bringe ich fast gar nicht schon mehr in den anderen Vlog mit rein. Mal gucken. Ich überlege mir das. Vielleicht ist das auch jetzt ein Einzelvideo. Ne? Ich bin mal gespannt, ihr Lieben. Obwohl es wird definitiv auch ein Video geben dazu, wenn ich eine Kanalmitgliedschaft jetzt mache. Die Super Thanks wisst ihr jetzt und die Kanalmitgliedschaft werde ich dann auch noch mal was zu sagen. Ne? Ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Unterstützung, für eure Hilfe, für all die Liebe, die ihr mir gebt und für eure Meinungen. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Falls nichts kommt, ist an der Stelle tschüss, tschüss. Und ansonsten kommt noch was. Chaotisch wie immer.